Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, bei Anthem und der Mission Contract Arcanist Runes. Das Wetter ist schlecht. Historische Dokumente. Das mache ich natürlich immer gern als großer Held, dass ich irgendwelche Dokumente sicherstelle. Und dabei ein paar Pilze sammle. Na komm schon. Yes, stay right here. The vault will open with the right script frequencies. No tuning points needed. Lucky. Got it. This area is full of very aggressive wild animals. Quite dangerous. Understood. Diese riesigen Krabben. Pop, pop, bam. Es gibt kaum geilere Waffen als Shotguns. Dankeschön. Just realized I have something else for you in the area. Freelancer, I have a very good lead on some new rooms. And we need to prove my research is correct. Understood. Let's see what I can do. Das ist so schön. Ich würde gerne durch die ganze Zeit nur durch die Welt durchfliegen, mir alles anschauen und nicht diesen blöden Markern hinterherfliegen. Oh je, mitten ins Gefecht. Jawohl, ja.
continues. Oh je. Na, komm schon. Alles klar, gefunden. Zu viele von den Drohnen. Oh, das ist auch anstrengend für die Augen, ey. Jetzt einfach mal hier rein, ob hier irgendwas Nettes ist. Ja, hier ist ein Overlook. About the Eddian. While the Eddian trees are indeed tree-shaped, one cannot possibly categorize them as tree. They have trunks that hold earth, which in turn has grass and flowers growing upon it. I speculate that perhaps an Eddian tree could indeed grow another Eddian, one on top of another, reaching as high as the ripstream will let them.
Ich dachte, das sind irgendwie so eine Art Pilze oder sowas, aber das scheint es auch nicht zu sein. Oh, da drüben ist ein Feind. Ein Sniper. Das ist es nicht, das ist es. One down. You're doing well. Mhm. Da sind schon wieder Minen. Minen, Minen, Minen. Und tschüss. Another step completed. You got a good collection now. Well done. Excellent work today, Freelancer. You've helped me immensely. See you back at the fort. Na dann, war es das anscheinend auch schon wieder. Nicht besonders anstrengend. Ah, das sind Tesselars. Die habe ich auch schon getroffen. Die sind aber auch recht selten. Pistols und Components.
Ja, da bin ich jetzt echt langsam eingespielt. Mission spielen, zurückkommen. Gespräche führen. Quests einsammeln. Quests abschließen. Waffen salvagen, ausrüsten und dann wieder loslegen. Das ist Ben zweimal dasselbe. Das ist einmal Level 11 und einmal Level 10. Mhm. Okay. You hear when everyone got hustled out of the market? No, but I heard things. What happened? A sentinel said they had to clear the area. Some kind of security thing. Sort of freaked me out. Never found out what happened. Hush, hush. Was hast du denn zu sagen? Look who's come around. Looking sharp, big star. Right. Feeling better? Yes, indeed. Flying high. What have you been up to? Freelancing. Always freelancing. And some shady business. Shady business? Oh, yeah. A sorry tale of woe, my glamorous friend. You want to hear it? Mm-hmm. I'm all ears. See? This is why I like you. You understand that when adventure comes knocking, you open the damn door. It's chapter one of the Freelancer Handbook. There's sexy danger, sexy bad choices, probably more sexy danger. Tell me what happened. I found myself in a game of chance with some dubious regulator types. Not the good kind. These were real knee breakers. In hindsight, it probably wasn't a good idea. How'd you end up there? They asked. Who knows? What did I have to lose? A boring afternoon? Nothing wrong with diving in, right? Sexy danger? Anyway, this game. I kind of bet my javelin suit. You did what? I was confident I had the winning hand. Let me guess. Sexy bad choice? Affirmative. Turns out mm-hmm. my cards were crap. Yeah. Nah. Ouch. Things got pretty ugly. So viel zum Thema Glücksspiel. Not yet. They gave me a deadline to deliver it. So I was sitting here, trying to figure out what I should do. Make them a deal. See if they want to do a trade. Instead of your suit, they might take something else. Well, I don't know. Maybe. They're smugglers. They'll bargain for sure. Yeah, you're right. I'm out there running across all kinds of valuable stuff. It has to be something they want. They'll get it. They're interested in profits. That's what you're offering. Okay. Sounds like a plan. I'll talk to you later. Ja, jetzt bin ich verantwortlich für deinen Scheiß. Abstand. Not to worry. Whenever you're ready to trek across the jungle, I'll be ready to sit here and watch. Nicht nur ein kleiner, sondern ein ziemlich großer Wink mit dem Zaunfall, dass er etwas unzufrieden ist mit der Situation. Okay, wir haben noch irgendwo ein Gespräch offen. Wahrscheinlich Matthias. Ja. Viel Spaß, Junge. Viel Glück, Junge.
Naja, ich bin nicht gerade der Meister der Worte. Ah, da ist noch ein Gespräch, okay. Ah, nee, das ist das Missionsziel. Ja, hallo, Matthias. Lass uns reden. I have it. I finally have it. What's going on? The runes were indeed the key. Madness to think they were there all the time, waiting. You found something? An excellent question, to which I have an excellent answer. The final resting place of the Elysian manuscript. Sounds like I'm going on expedition. The runes speak of a special vault in a high tower built on a mountaintop. Objects of power were brought there. Shaper relics, artifacts from beyond the Hesperian Tide. And a manuscript? Indeed. A very special manuscript. Okay, tower on a mountaintop. Shouldn't be too hard to find, right? Ja, ja. Ich glaube, das ist derselbe Sprecher meines Protagonisten von dem Bösewicht aus Borderlands 2. Handsome Jack. Ich glaube, der könnte das sein. Weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, den kenne ich irgendwoher. Just out for a walk? Ja, ich bin immer out for a walk hier in der Burg fort. Wer ist das nicht? Ja, und zum Schluss geben wir uns nochmal eine extra Portion Cringe von dem schlechten Hörspiel. Crimson Lancer. Das war doch alles schon mal. Das war alles schon mal. Alter, ich hab echt keinen Bock mehr. Will ich mal ein bisschen shoppen gehen? Irgendwas, was gerade ein bisschen cool aussieht. Das ist alles, was die im Angebot haben, ja. Warum muss man immer gleich so viel Geld ausgeben, um so einen Anzug zu kriegen? Okay, ich kaufe mir mal hier dieses Shiny Acrylic Paint.
Mal gucken. Let's get started. Gonna make that javelin shine. Aber wo kann ich denn die Farben verändern? Ah, hier. Das habe ich die ganze Zeit nicht gewusst. Boah, grün sieht auch geil aus. Boah, ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich da nehmen soll. Das sieht alles so gut aus. Wieso habe ich denn bei Paint immer noch ein Plus? Ich habe die Custom Colors benutzt, ich habe die Preset Colors benutzt.
Jetzt sehe ich eher aus wie ein Snowboarder-Uniform auf der Piste als wie ein Kampfgerät. Was auch immer. Die Appearance habe ich jetzt schon mal deutlich verändert. So, Relentless, Uncommon Machine Gun. Ja, die kann ich wahrscheinlich auch salvagen. Werde ich wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Im Moment bin ich gerade mit meinem Loadout sehr zufrieden. Zeit wird's. Das sieht nicht besonders gefährlich aus, aber es ist mir egal. Es ist mir egal. Mir gefällt's. So, Change Mission. So, Hidden Depths. Wir haben nochmal eine Agent Mission, okay. Ja, dann. Ist egal, mache ich trotzdem. Ist, bevor ich die Hauptmission weitermache, definitiv die Agent Mission. Alles klar. Dann starten wir hier und wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Anthem.